Ich lande auf der Startseite von Wikipedia und erfahre, am 2. März 2020 starb die deutsche Jazzgitarristin Susan Weinert, 54. Erster Gedanke, ich kenne die Frau gar nicht. Zweiter Gedanke, auf den Monat genau mein Alter. Dritter Gedanke, mal reinhören. Die Gedanken, die das auslöste, werde ich nicht weiter auf- und abzählen. Ich tauche ein in ihre Anfänge mit gekonnter Fusion. Aber besonders tut es mir die Spätphase an, als wenn doch das akustische Musizieren das wahre Leben sei. Schöne Komposition mit der richtigen Balance zwischen unprätentiös und interessant. Ein wunderbarer akustischer Gitarrenklang, der bei aller Kontemplation genau das richtige Maß an Kernigkeit enthält. Virtuosität, die unglaublichen Spaß vermittelt, ohne irgendeinen Bogen zu zerstören. Ich weiß nicht, seit wann ihre Erkrankung ihr bewusst war und ob dies Einfluss auf ihre künstlerischen Entscheidungen hatte. Es ist natürlich ein beunruhigender Gedanke, wenn wie bei Wolfgang Herrndorf, auf den Monat genau mein Alter, die Konfrontation mit einer tödlichen Krankheit einen erkennen lässt, was man wirklich künstlerisch will und man nur noch seine eigenen Erwartungen an Schönheit, Harmonie und Qualität erfüllen will. Wie hemmungslos berauschte sich Bill Evans in seinem letzten Jahr an Schönheit. Was bleibt mir noch, als mich bei Susan Weinert zu entschuldigen, dass ich nicht interessiert genug durch die Welt der Musik gegangen bin, um zu ihren Lebzeiten auf sie aufmerksam zu werden? Ich würde mir wünschen, wenn ich irgendjemandem, der sich dieser wunderbaren Musikerin aus welchen Gründen auch immer nahe fühlte, mit meiner kleinen Würdigung vielleicht auch tröstliche Freude bereite. Und da ich mich bereitwillig der Illusion hingebe, von der Musik auf den Menschen zu schließen, ergänze ich noch dem wunderbaren Menschen.